Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video. Juice World. Girl of My Dreams. With Sugar. Sugar. From BTS, okay. Da bin ich sehr gespannt. Ist ja, glaube ich, der Rapper von denen. Girl of My Dreams. Da erwarte ich sowas wie Desire von Juice World. Weiß ich gar nicht, auf welchem Album das war. Aber das habe ich direkt im Kopf. So Girl of My Dreams, wo er das langzieht, wo Desire anfängt. Sind wir mal gespannt, was da jetzt kommt. Wieder Gitarre, wieder Gitarre. Oh, wie das wieder so ein Rock-League? Rock-Song? Girl in my dreams, but I ain't falling asleep. Think both of your legs gone away, you falling for me. The same way that the rain falls. I ain't gonna lie, you got it all in me. Love's all of you, like I'm John Legend or something. Better save some room for my heart, it's a big one, I'ma give it to you. Ain't no better mood than you. Really help me find my groove. Fake hoes come in by the pool. War das gerade Offbeat? Also der Anfang, also ich glaube, das haben wir mein Gesicht gesehen. Halleluja. Da. Oder ob das so ein bisschen erzählmäßig sein soll, kann natürlich auch sein. Oh, so ein schöner Song. So schön. Boah, wieder seine Stimmen da einsetzt, Alter. Diese unterschiedlichen Stimmen haben. Ja, Stimmfarben. Puh, puh. Oh, der Beat! Oh, ist das schön, Mann! Alter, wo kommt das denn jetzt her? Oh, einmal dieses Klimpern da hinten. Oh, schön! Schön. Ich kann, also dieses Lied ist wirklich eine Definition von schön mit den ganzen Echos da hinten, dieses langgezogene alles. Aber irgendwie kriegt man da so langsam, weiß ich nicht, eine gute Laune irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Also als würde ich gute Laune kriegen, so befreien, weiß ich. Weiter. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, also ich habe BTS verfolge ich nicht, aber da bin ich sehr gespannt, was da jetzt kommt. Also die Stimme hört sich schon gut an. Yeah.
많이 울기도 그동안 나의 숨에 너에게 감사해 나 이렇게 많이 싸우기도 했지 당연히 하는 채지 너무 극단적인 케미 다 지나가버린 해피 사랑은 그 매주매 그게 사랑이었음을 깨닫고 그 지나 Weiß ich nicht. Also, da muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht. Irgendwas, ich finde, also da hat irgendwas nicht gepasst. Da hat irgendwas, ob es die Stimme war, ob es sein Rap, sein Rap-Rhythmus war, also so wie er gerappt hat. Sein Flow, meine ich, sein Flow-Rhythmus ist ja das gleiche fast. Aber irgendwie fand ich das ein bisschen unpassend. Und ich glaube, der hätte das besser machen können. So, keine Ahnung, vielleicht feiern das sehr viele, aber irgendwie, das war nicht mal, also für mich war es nichts. Weil irgendwie passt das zu der Stimmung von dem Song irgendwie nicht. Für mich. Falling for me the same way that the rain falls. I ain't gonna lie, you got it all of me. Schöner Song, schöner Beat. Also Real Talk, das macht Spaß zu hören, weiß ich nicht. Also klar, man hat überall irgendwie immer eine Stimmung in jedem Song und bei dem kann ich irgendwie nichts Wirkliches zu sagen, weil wenn ich ihm was sag, fühlt sich das falsch an. Sieht man ja daran, dass ich alles sag, weiß ich nicht, sag. Einfach aus dem Grund, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beschreiben, weil es einfach schön ist. Mit diesem Fall, was der, also dieses Fall, was der lang zieht, diese hintere Stimme, die da ab und zu drin ist. Geil. Boah, starker Song. Aber ich muss ehrlich sagen, wirklich die andere Stimme, die war halt. Schade. Wirklich schade. War nicht mein Geschmack, das muss man einfach dazu sagen. Vielleicht gefällt es euch, ich weiß es nicht. Mein Geschmack war es nicht. Trotzdem ist es ein guter Song, sehr guter Song für mich. Weil ich muss persönlich sagen, für mich macht ein Part nicht den ganzen Song kaputt. Was ich bei anderen schon mal mitgekriegt habe, die dann sagen, ja, okay, der Song ist kacke, weil da ein Part ist. Nein, ist es nicht. Deswegen, trotzdem ist es für mich ein 10 von 10 Song. Bloß der Part, der passte für mich nicht. Tja, mal gucken, ob wir das nochmal haben. Das finde ich noch spaßig. Ob wir das nochmal haben in den Album. Aber ich gehe mal nicht davon aus. Ich gehe einfach mal nicht davon aus, muss ich sagen. Weil es ist Juice WRLD. Und wenn wir das herausfinden. Oh, das ist eine Überleitung, leckos mios. Wenn wir das herausfinden, dann hoffe ich, dass ihr dabei seid. Ne, das wird im nächsten Video sein. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und ciao, ciao.